besiegen. So, und damit herzlich willkommen zurück. Und ich komme nicht aus diesem Ring aus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Säule schafft noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Oh wei, oh wei, oh wei. Das wird interessant. Ja, wir haben jetzt nichts. Puh, ja, keine Minute und schon Full Power. Nee, ich wusste ja, was zu tun ist. Wir mussten die, wir mussten dem Typen die Säule platt machen lassen. Und jetzt haben wir wieder unser Stuff. Und jetzt geht's richtig los. Rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Dir zeige ich's. Na komm! Der hat gesessen. So. Puh. Tja, da guckst du. Seid still. Schatten, tötet sie. Fuck. Nicht geil. Warum überlässt du es ihn? Hol mich doch selbst! Silence! Ja, das haben wir natürlich mitbekommen. Okay, die 4 Minuten hätte ich auch in dem anderen Part mit reinsetzen können.
Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber den brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Warte. Ja? Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Klingt fair. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich. Ich melde mich später. Und einstweilen. Falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy. Als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker. Ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Das macht ihn ja schon wieder positiv. Gut. Ja. Die Frage ist jetzt, wo will ich als nächstes hin? Ich meine, klar, ich könnte die Schnellreisepunkte benutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht helfen könnte. Wenn ich vielleicht ein bisschen außerhalb durchreise. Ja, sobald du ein Banditenlager geräumt hast, werden ein Held und ein Schnellreisepunkt verfügbar. Ja, das ist schön. Vielleicht sollte ich privat mal das eine oder andere Dingsbums plündern. Na, wie heißt es? Verderbte Zonen oder so. Dass das trotz SSD so lange zum Laden braucht, das ist schon... Ich bin aber kein Reiter. Hallo, ich würde gerne... Achso, ja, okay.
Mit Y steige ich ab. Das ist komisch, ich kenne das immer so mit B oder so. Wieder zu Hause. Wenn ich mir Titel für das Spiel einfallen lassen würde, wäre das ein guter... Ja, das ist eine gute Überschrift. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, interessiert mich jetzt so peripher. Das hält sich. Das ist schön, dass sich das hält. Da ist noch eine Heilungsblume. Ich will zwar nichts sagen, aber man merkt, dass hier ordentlich Auerbohauer gemacht wurde. Dieser Geruch. Brennende Bäume. Das Becken. Wachtürme in Flammen. Aber die Wachposten hatten noch Zeit, den Stamm zu warnen. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn der nicht das Gebiet angegriffen hätte. Weil irgendwie muss man ja einen Fortschritt reinsetzen. Ein Verderber. Kleiner Sausack. Kann ich überhaupt was erkennen? Nicht schon wieder. Doch, komm schon. Bin ich noch zu blöd zum Zielen oder was? Ja, gesehen hat er mich noch nicht. Scheiße. Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Aber die Tore haben nicht gehalten. Das hier ist Hades Zukunft. Ja, der hat nichts Gutes vor. Und Asche. Wie, ich habe keinen Draht mehr. Ich will zwar jetzt nicht sagen, schlimm, aber... Hier ist kein Draht zu finden. Doch, ein. Das ist super. Oh, zwei. Drei. Ich erkenne gerade nichts.
will zwar nichts sagen, aber... Kannst gerne so bleiben, habe ich kein Problem damit. Mir juckt's auch immer in den Fingern, ne? Sag mal. Ich glaube, ich sollte mal langsam eine Pause machen. Mir juckt's auch immer in den Fingern. Jo, der Todbringer, der gab ordentlich. Das Becken. Es ist verwüstet. Ja, das... Sie war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Das tut mir sehr leid, Aloy. Vogelgesang. Noch nie war es hier im Becken so still. So. Ja. Das war nicht schön. Tut mir jetzt auch so ein bisschen in der Seele weh. Na, jetzt gehen die FPS ein bisschen nach unten hier. In der Wildnis ist doch ein bisschen mehr los. Kann aber auch sein, dass ich jetzt die ganze Zeit das Spiel irgendwie im Hintergrund auf stumm laufen hatte. Schnüffelt hier immer noch rum. So, wunderbar. Das lief doch schon mal sehr gut. Sehr schön. Auf eine gute Jagd.
glaube, die haben mich entdeckt. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht, dass hier trotzdem alle gut sterben. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich noch auf die Schnelle Dingsbums. Noch ein Kampf. Noch eine Niederlage. Die Eclipse hat alles zerstört. Na super. Weiß man nicht, warum du mich getroffen hast, aber okay. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Im Schätzen bin ich besser als im Zielen. Diese letzte Drecksau, ne? Diese kleine letzte Drecksau. Läufer haben sie gut fertig gemacht. Die Frage ist jetzt nur, tja, nicht so geil, ne? Verderbter Donnerkiefer. Sicher noch nützlich sein. Ich will zwar nichts sagen, aber müssen wir uns mit dem auch anlegen?
fürchte ja. Ich hoffe es eigentlich auch. Frage ist nur, habe ich genug Drähte dafür? Ansonsten muss ich es mit Feuer machen. Mehr Eclipse. Oh, tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Ich in die Luke nie. Krieger, an Aloys Seite, jetzt! Ja, okay, wir sind noch nicht ganz allein. Für die Roboter! Bar und Sona, sie leben. Ich jetzt mal gleich erstmal auf Toilette. So. Komm, mach mal alles leer. So, was wir haben, Hammer. Ich weiß zwar nicht, wie du schnell dahin gekommen bist, aber... Wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Val. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod. Ist das Töten vorbei? Ich befürchte nicht. Im Moment aber. Das war nur ein Kampf, Val. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Tja, dann wollen wir mal, ne?
sollte es nur so weit kommen? Wie werden wir nur überleben? Das werden wir schon hinkriegen. Wir haben dicke Connection zum Sonnenkönig, der wird schon helfen. Zur Not. Aloy, du bist zurück. Können Sie hier sein? Tab? Warte, was? Aloy, du bist ich freue wieder mich, da. Dich zu sehen. Die Sucherin ist zurück. Deine Verletzung. Komm. Sind sie sehr schwer? Sprich mit uns. Nur ein paar Kratzer. Du Narren. Nichts, was du ich heißt nicht mit einen Fluch willkommen. Könnte. Komm, Sucherin, wir haben viel zu bereden. Das sieht mehr, kann man in der Schlacht bereits also Blasphemie. Leisten, was? Ja, ich schätze schon. Super. Oh, diese drei Stammmütter, ne, gehen mir so auf den Sack. Also, eine von denen. Dynasty. Also, bist du nun zurückgekehrt? Nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Lansra, es ist vorbei. Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Endlich. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Tja, wir wissen, was abgeht. Die nicht. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Wollen wir mal. Gestrandete Figur, ich verstehe. Also das hier sind also die Brutkammern sozusagen, sieht man schon. Kindische Malereien etc. etc. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder. Identiscan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Verdammte Wächter! Was war das hier genau? Meine Hilfe benötigt. Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Verschwinde! Und ja, hier haben sie wahrscheinlich... Elizabeth,
Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Fuck. Meint sie, damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die alle von ihnen halten soll. Sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Wow. Ja, das war eindeutig. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Wissen wir, was los ist, ne? Jemand, Hades hat sich, hat keinen Bock mehr gehabt. Ständig. Eluthia 9, Hut 1, Zugriff freigeschaltet. Ich würde sagen, Hades hatte keinen Bock mehr, ständig von Gaia gesagt zu bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Und hat die jetzt ausgeschaltet. Und macht jetzt Stress. Das wird irreparablen. Interessant. Ja, wenn du da wieder rauskommst.
Aloy, vergib mir, vergib mir. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Das wird schöne Schlacht. Aber heute nicht mehr, Leute. Heute nicht mehr. Ich bin fix und alle. Wer das Blut unseres Stamms vergossen hat, wird teuer dafür bezahlen. Sei gesegnet, Aloy. Okay, wir haben schon wieder Fähigkeitspunkte. Ja, ich muss erstmal hier raus. Ja. Gefallene Berg. Diese ungläubigen Mörder haben unseren Stamm niedergebrannt. Ich glaube, jetzt ist jeder Zweifel beseitigt. Kann ich das Leuchtfeuer nicht benutzen? Natürlich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin. Gibt es da ein Lagerfeuer in der Nähe? Hier. So, dann würde ich nämlich schnell reisen. Und dort dann speichern. Und dann würde ich sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.